space. What? She what? Holding space. Holding space. That's how I used to hold space too. Yeah, glue. Tar. Yeah, I used to hold space by filling the room up with energetic tar about this big mud. Ich habe früher den Raum so gehalten, dass ich den Raum energetisch angefüllt habe mit sozusagen mit Teer oder mit Schlamm. And then nobody could move. Und dann konnte sich keiner bewegen. Space was held. Dadurch war der Raum auch gehalten. There's no possibility. Und es gab keine Möglichkeit. But lots of holding. Aber sehr viel gehalten. Okay, so I'm going to talk for 45 minutes, and I invite you to try to write down as much of what I say as you can, because it's going to be very concentrated. Ich werde jetzt erstmal 45 Minuten reden, und ich lade euch ein, so viel mitzuschreiben, wie ihr könnt, weil es wird ein sehr konzentrierter Vortrag sein. You're going to have a two-day relationship seminar in 45 minutes. Das heißt, es wird ein zweitägiges Beziehungsseminar in 45 Minuten. So. And it's okay to ask questions along the way, but I might divert the question till later. Es ist okay, zwischendurch Fragen zu stellen. Es kann aber sein, dass ich die Fragen auch später verschieben lasse. So if you need to ask a question, go ahead, but I might ask you to wait. Wenn du also eine Frage stellen musst, dann mach das ruhig, aber es kann sein, dass ich dich bitte zu warten. So what I'm just going to start blurting out stuff. Das heißt, ich werde jetzt erstmal anfangen, Dinge einfach rauszu. And it might not make sense at the beginning. Das macht vielleicht am Anfang nicht viel Sinn. But it will start to make sense pretty soon. Aber schon ziemlich bald wird es beginnen, Sinn zu machen. So, man, the masculine, Männer oder das Maskuline, is nothing. Das steht für das Nichts. So, man is nothing. Das heißt, man is nothing. Man is a principle. Das Männliche steht für das Nichts. Das Männliche ist nichts. And that is why men. Und deswegen ist es so, dass Männer. Men. So, man is nothing. But men are become neurotic when we try to become something. Das Männliche ist das Nichts. Aber wir Männer werden neurotisch, wenn wir beginnen. Dass wir zu etwas werden, dass es uns etwas wird. So if you think about men, like men are always trying to be something. Wenn ihr über Männer nachdenkt, dann wisst ihr, dass Männer immer versuchen, etwas zu sein. And not be the nothingness that we are. Das Nichts zu sein, was wir eigentlich sind. Whereas, our basically we're terrified of the nothing. Grundlegend ist es so, dass wir unglaubliche Angst vor diesem Nichts haben. But on the surface, we're really angry that we're terrified. Aber an der Oberfläche sind wir sehr, sehr wütend darüber, dass wir Angst haben. So when you're around men, on the surface, it looks like men are just angry. Das heißt, wenn du Männer um dich hast, dann sieht es an der Oberfläche so aus, als wären sie nur wütend. But really, they're angry because inside, like we're nothing and we're terrified of the nothing. We're angry about that. Sieht es so aus, dass wir Angst haben, dass da das Nichts ist, das wir sehen und dass dadurch Angst entsteht. So woman as a principle, womanness, it are or is everything. Das Weibliche ist alles. Everything. Alles. Every level, every level, every place, every time, every detail. Every aspect, everything. Jede Ebene, jede Zeit, jedes Detail, alles, jeder Aspekt. But women get neurotic when they try to be one particular thing. Aber Frauen werden neurotisch, wenn sie anfangen zu versuchen, eine bestimmte Sache zu werden. One style, one quality. Eine Qualität. Instead of being everything. Statt alles zu sein. The feminine, woman. Das Weibliche. So, because women are everything. Weil Frauen alles sind, women always know everything that's not working. Wissen Frauen auch immer über alles Bescheid, was nicht funktioniert. They know what's not working all the time. Sie wissen immer, was nicht funktioniert. They feel it in their body, their whole system. Sie fühlen es in ihrem Körper, in ihrem gesamten System. So because things are not working, und weil die Dinge nicht funktionieren, they're always pissed off. Sind sie immer ärgerlich. Angry because things aren't working. Darüber, weil die Dinge nicht funktionieren. And they know it in their cells. Und sie wissen das in ihren Zellen.
But the thing is that they're so angry they get scared of their anger. Aber die Sache ist die, sie sind so wütend, dass sie Angst vor ihrer Wut bekommen. They're scared of how angry they are and how powerful they are and how clear they are, how much they know. Sie kriegen Angst davor, wie viel Wut sie haben, wie viel Kraft sie haben und wie viel sie wissen. So what you get from a woman generally on the surface is this fear. Was man also bei einer Frau an der Oberfläche erstmal sieht, ist Angst. But just under that fear is the is what they're afraid of, which is how angry they are. Aber unter dieser Oberfläche von Angst ist das, worüber sie eigentlich, was eigentlich ist, nämlich dass sie wirklich ärgerlich sind. So men do this thing called bullshit. Männer machen die Sache, die nennen wir Bullshit, Bullenscheiße. There's really like there's two kinds of shit. Es gibt zwei Arten von Scheiße. So what men do is called bullshit. Was Männer machen ist Bullenscheiße. So what that is men are very, very, they say things that are very, very relevant. Was Männer nämlich machen, ist sie sagen Dinge, die sehr, sehr relevant sind. They're important in the moment. They apply. Im Moment und sie treffen auch zu. They apply right now. Sie treffen genau im Moment zu. That's what men say. Das ist das, was Männer sagen. Now the problem with that, das Problem damit aber, is that what they're saying is generally not true. Das Problem damit ist aber, dass das im Allgemeinen, was sie sagen, nicht wahr ist. So it's very relevant, it's just not true. Es ist sehr relevant, nur einfach nicht wahr. This is called bullshit. Das ist Bullenscheiße. Now women, Frauen hingegen, they say things that are very, very true. Frauen sagen Dinge, die sehr, sehr wahr sind. Undeniably true. Und zwar unleugnbar wahr. Unbelievably accurate and precise. Präzise und genau. And true. Und wahr. They're just not relevant. Sie sind einfach nur nicht relevant. Now, if you think about, like there's a man and a woman. Denk zum Beispiel an einen Mann und eine Frau. And it's evening time. Und es ist abends. So here's this man. He's going, hey, you know, it's evening time. Der Mann sagt also, okay, es ist abends. The kids are handled. Mit den Kindern ist day's der over. Der Tag ist vorbei. You know, we're in a nice room. Wir sind in einem schönen Raum. We have some time together. Wir haben Zeit zusammen. And the woman says, und die Frau sagt, you know, I can't believe you walked by the basket full of wet clothes. Und die Frau sagt, ich kann nicht glauben, dass du an diesem Korb voll nasser Wäsche einfach vorbeigegangen bist. You didn't see the basket full that needs to be hung up on the clothesline. Du siehst nicht den ganzen Korb voll nasser Wäsche, der aufgehängt wird. You didn't even see that. Du hast es noch nicht mal gesehen. Do you know how many baskets of laundry I've hung up in the last week? Weißt du, wie viele Körbe voll nasser Wäsche ich in der letzten Woche aufgehängt habe? And how many did you hang up? Und wie viele hast du aufgehängt? None. Keins. Okay, now here's this basket of laundry. Und hier ist jetzt dieser Korb mit. And you walked right by it. Du bist direkt dran vorbeigelatscht. And you could like hang up the clothes every now and then. Du könntest immer mal wieder auch die Kleider aufhängen, die Wäsche aufhängen. Now this is undeniably true. Das ist unleugnbar wahr. But it could be irrelevant. Aber es könnte irrelevant sein. So here's so what a man is faced with then. Womit ein Mann dann zu tun hat. Is being killed. Dass er umgebracht wird. So if a man is going to listen to the communication from the feminine. Wenn ein Mann der Kommunikation vom Weiblichen wirklich zuhört. Then he's going to get killed. Dann wird er umgebracht werden. Like, it's like these arrows. The feminine, like every one of these arrows is true and accurate and goes right into his, you know, heart. Das Weibliche schießt mit Pfeilen, die unglaublich wahr und akkurat sind, und die treffen ihn direkt ins Herz. So here's this man trying to listen to a woman. Hier ist also dieser Mann, der versucht, einer Frau zuzuhören. And the woman is going, these arrows just going right into it. Und der Mann steht da und wird nur von Pfeilen getroffen. And everything is undeniably true. Und alles von dem ist unleugnbar wahr. Completely accurate. Völlig akkurat. You can't argue with it.
kannst nicht drüber argumentieren. So she takes her whole quiver full of arrows and just like unloads them right into this guy, you know, her man. Das heißt, sie nimmt den ganzen Köcher voll mit Pfeilen und schießt ihn leer auf ihren Mann. So here's this man, he's like pinned to the wall with a dozen arrows sticking out of his heart. Das heißt, hier ist dann dieser Mann, der an die Wand genagelt ist von diesen 12 Pfeilen, die ihn ins Herz und überall sonst getroffen haben. Do the men know what I'm talking about? Wissen die Männer, wovon ich spreche? Yeah. Do the women know what I'm talking Wissen about? Frauen, worüber ich spreche? Okay, great. All right. So here's the thing. Jetzt kommt aber die Sache. A man trained to listen is going to get killed. Ein Mann, der daran trainiert ist, zuzuhören, wird umgebracht. Most men put up this shield so the arrows don't even go in. Das heißt, die meisten Männer stellen aus diesem Grund diesen Schild vor sich, sodass sie noch nicht mal getroffen werden. So women are going around looking for a man who doesn't have one of these shields on. Das heißt, Frauen gehen durch die Welt und suchen nach Männern, die nicht diesen Schild vor sich haben. And then what they usually end up with is a mama's boy who's like this marshmallow, you know, und womit white dough. Normalerweise enden ist dann irgendein Mama Jüngling, der sozusagen like a raw Weißbrotgesicht. Like a raw Brötchen. It hasn't been baked yet. Das ist wie ein noch nicht gebackenes Brötchen, also das nur der Teig ist. Doesn't have a crust on the outside. Es hat keine Kruste an der Außenseite. It's like this kind of mushy, soft stuff, you know. Es ist einfach nur dieses weiche, klebrige Zeug. Because other men have this crust on the outside that protects them from getting touched by the arrows. Andere Männer hingegen haben diese Kruste an der Außenseite, die sie davor schützt, von diesen Pfeilen getroffen zu werden. So the men in this work, what the men are being trained to do is listen. In dieser Arbeit werden die Männer aber darin trainiert, zuzuhören. So they get all these arrows stuck in them. Das heißt, sie enden damit, dass diese Pfeile in ihnen stecken. And they get killed. Und sie werden davon umgebracht. So what a man needs to learn is how to get. So if they get all these arrows. Was ein Mann also lernen muss, wenn alle diese Pfeile ihn treffen. Then the man's killed. Dass der Mann dann getötet wird. After a woman has unloaded all the arrows. Aber sobald die Frau ihren Köcher leer geschossen hat and been heard, und ihr wirklich zugehört wurde, she's ready, like, to go to bed with the man. Ist sie dann bereit, mit dem Mann ins Bett zu gehen? But if the man's dead, aber wenn der Mann tot ist, it's like over. Dann ist das Spiel vorbei. Like, you know, we get hit by the arrows and we get like the men get little. Wir werden von diesen Pfeilen getroffen. Feel, und die Männer werden dann einfach klein. We feel wrong, bad, stupid. Wir fühlen uns dumm oder failure. Falsch oder Versager. And so the trick, what a man needs to learn, was also us, den ein Mann, also wir lernen müssen, is how to get killed like this. Wie man umgebracht werden kann. And it, but not die. Aber nicht zu sterben. How to be killed and not die. Wie man umgebracht werden kann, ohne zu sterben. So the way that it works, how you do that, wie du das also machst, is you listen, ist du hörst zu, and all the arrows go in, all die Pfeile treffen dich, gehen, and then you just keep breathing. Und du atmest einfach weiter. You don't say anything. Du sagst nichts. Don't do anything. Du tust nichts. Don't connect those things together. Don't react. Verbinde diese Dinge nicht miteinander und reagiere auch. No revenge. Keine Rache. No striking back. Kein Rückschlag, no, trying to prove it wrong. It isn't. You can't prove it wrong. Versuche nicht, das als falsch zu beweisen, denn du kannst es nicht als falsch. The woman said it. You can't prove it wrong. They know everything. Die Frau sagt, und du kannst nicht beweisen, dass es falsch ist. So what you do is you wait about 3 seconds. Was du also machst, du wartest ungefähr 3 Sekunden. And you know that in about 3 seconds, everything that has been said. Und du weißt, dass in 3 Sekunden alles, was gesagt wurde, is then in the past. In der Vergangenheit. And it has no power anymore. Und es keine Kraft mehr hat. It's completely gone. Es ist völlig weg. Completely vanished from the world. Völlig aus der Welt verschwunden. Now, if you don't let it go in the past, wenn du es aber nicht in die Vergangenheit gehen lässt, then there's only one place it exists. Dann gibt es nur einen einzigen Ort, an dem es existiert. Where's that? Wo ist das? What? Yeah, in the man's head. Ja, im Kopf des Mannes. And that's the only place it exists. Das ist der einzige Ort, an dem es noch existiert. The woman, she shoots all these arrows into the man. Die Frau schießt
all diese Pfeile auf diesen Mann ab. And then after 3 seconds, und nach 3 Sekunden, there are no arrows anymore. Gibt es keine Pfeile mehr. Except those arrows that the man sustains through through his mind. Nur die Pfeile, die der Mann erhält, indem er darüber nachdenkt. So in 3 seconds, a man can get all the arrows in, get totally killed. Das heißt, in 3 Sekunden kann ein Mann komplett gekillt werden und alle Pfeile abkriegen. Breathe for 3 seconds, don't say anything. 3 Sekunden weiter atmen, nichts sagen. And after 3 seconds, he's not dead anymore. Und nach 3 Sekunden ist er nicht mehr tot. That's magic. You can do that. Das ist Magie und ihr könnt das tun. So a man's being nothing. Da Männer nichts sind. The man's job is to hold space. Ist die Aufgabe des Mannes, den Raum zu halten. So I want to talk about. You can think about a zero. Ihr könnt zum Beispiel an eine Null denken. A zero was something invented by the Arabic numbers. Die Null wurde im arabischen Zahlensystem erfunden. There was this guy. There was this little scene about this guy. He's going, Allah be praised. I just invented the zero. Es gibt eine kleine Szene, die berichtet wird, wo ein Mann sagt, Allah sei gepriesen. Ich habe die Null erfunden. And his assistant looks up and goes, what? Und der Assistent schaut hoch und sagt, was? And the guy says, oh, nothing, nothing. Und der Mann sagt, nichts, nichts. That's a joke. Das ist ein Witz. So, a zero is actually a placeholder. Eine Null ist ein Platzhalter. So you have one, the number one. Das ist also eins. The number two. Zwei. Three. Drei. Four, five, six, seven, eight, nine. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. And then there's no more characters. Und dann gibt es keine weiteren Ziffern. And the next number is 10. Die nächste Zahl ist 10. Well, in our counting system, then that's one group of 10. In unserem Zahlensystem gibt es eine Gruppe von 10. And no groups of no ones. Und keine Einser. So you have to put a 1 in the tens column. Das heißt, du musst die 1 in die Zahlenreihe der Zehner Zahlen stellen. But you need something to put in the ones column. Aber dann musst du natürlich auch etwas in die Reihe der Einer Zahlen. To hold the space. Um diesen there. Raum einzunehmen. So they invented the zero. Deswegen haben sie die Null erfunden. So zero is holding the place where something could be. Das heißt, die Null hält den Raum, wo etwas sein könnte. But where there isn't anything yet. Aber wo da noch nichts ist. So if there was no zero, then the one there, you wouldn't know if it's in the ones column or the tens column. Wenn da keine Null stehen würde, wüsstest du nicht, ob die Eins in der Reihe der Zehnerzahlen steht oder der Einerzahlen. So that's what the masculine is, men. Das ist das, was das Männliche oder der Mann ist. We talk about holding the space. Wir reden davon, den Raum zu halten. Where something could be. Wo etwas sein könnte. That's what when we're practicing holding space. That's what that is. Wenn wir üben, den Raum zu halten, das ist genau das, was es ist. It's like a zero. Es ist wie eine Null. There's nothing there, but there's this shape that there could be something there. Es ist nichts eigentlich da, aber es ist diese Form. Anzeigt, dass da etwas sein könnte. So men are holding the space for women. Männer halten den Raum für Frauen. That's like the natural or energetic relationship. Das ist dann die natürliche oder energetische Beziehung. So if in our culture, in Western culture, in unserer westlichen Kultur, it's not built into the culture that men hold space for women. Ist das nicht in unserer Kultur wirklich integriert, dass Männer den Raum für Frauen halten? In other cultures it is, old cultures. In anderen oder alten Kulturen ist das so. In our culture, women are out there trying to hold space for themselves. In unserer Kultur ist es so, dass Frauen da draußen sind und versuchen, den Raum für sich selbst zu halten. Now, because women are everything, weil Frauen aber alles sind, it's kind of drives them crazy to try to hold space for themselves. Treibt es sie in den Wahnsinn, den Raum für sich selbst zu halten. So, what women are looking for is for a man who can hold space Wonach for them. Frauen also suchen, ist nach einem Mann, der den Raum für sie hält. So, you got to understand that it's always the woman who chooses the man. Ihr müsst verstehen, dass es immer die Frau ist, die den Mann auswählt. If you think that you chose the woman, it's forget about it. Männer, wenn ihr denkt, dass ihr euch die Frauen aussucht, vergesst es. Just forget it. It's like,
Forget about it. It's just men, women choose the men. Die Frauen suchen sich den Mann aus. So the women are looking for a man who can hold space. Die Frauen suchen nach einem Mann, der den Raum halten kann. So what a woman does is she, as soon as she finds somebody who thinks she, who can hold space for her, sobald sie also jemanden findet, von dem sie denkt, dass sie den Raum für sie halten kann, the first thing she does is try to, she tests you. Ist das Erste, was sie tut, dass sie testet. So in the way she tests you is she basically just grabs the whole wall of the space and just goes and just like tries to take the space apart. Was sie also versuchen wird, ist sie wird die Wand anfassen, die den Raum ausmacht und rüttelt, um zu sehen, ob er auseinanderfällt. So this is how it's supposed to be. So muss es sein. So if she can destroy the space that you're holding, wenn sie den Raum zerstören kann, den du hältst, then you're worthless to her. Dann bist du für sie wertlos. And she's pissed off. Und sie ist sauer. So if she can, if she tests you, wenn sie dich testet, and you can still hold the space, und du immer noch den Raum halten kannst, then there's some possibility. Dann gibt es Möglichkeiten für sie. So generally this happens in a relationship. It happens, you know, basically like once a day. In einer Beziehung passiert das gewöhnlich einmal am Tag. Or like every time you say hello. Oder jedes Mal, wenn du hallo sagst. So first thing the woman's going to do is, can this asshole still hold space? Das Erste, was die Frau also machen will, ist, okay, kann dieses Arschloch immer noch den Raum halten? And so that's natural. It's like she wants to know if she can, if you're holding space for her. Das ist ganz natürlich. Sie will einfach wissen, ob du den Raum für sie hältst. Now, like, so a man can, like one of the things we learn here is splitting attention. Eines der Dinge, das wir hier lernen, ist die Aufmerksamkeit zu teilen. And so, for example, when I first started being a trainer, als ich angefangen habe, ein Trainer zu sein, I would be out at a training, and I, when I would go away, I would not be, I would be at the training, holding space at the training. Wenn ich also auf ein Training gefahren bin, war ich auf diesem Training und habe den Raum für das Training gehalten. When I learned how to hold space. Als ich dann gelernt habe, wie das ist mit dem Raum halten. And then I'd come home and, you know, my family would be a mess. Und dann kam ich nach Hause und meine Familie war im kompletten Durcheinander. Because I wasn't there holding space for weil my family. Ich nicht da war, um den Raum für meine Familie zu halten. So it took quite a while for me to learn to start splitting my attention. Es hat eine ganze Zeit für mich gedauert, zu lernen, meine Aufmerksamkeit zu teilen. So that I could be doing my work wherever I was. So dass ich meine Arbeit tun konnte, wo auch immer ich war. And at the same time I'm holding space where my work is, I'm also holding space back in my house. So, und auch meine Aufmerksamkeit den Raum da hat, halten konnte, wo ich gearbeitet habe. Dass so, ich beides hatte. So it's about splitting your attention. Es geht also darum, deine Aufmerksamkeit zu teilen. And holding invisible space, holding space that's not right there. Und sozusagen unsichtbaren Raum zu halten, also Raum, der nicht direkt vor dir liegt. So you need to learn how to do that. Und ihr müsst lernen, wie man das macht. And it, you know, it shows up in details, like in terms of telephone calls, handling details, solving problems, making sure stuff happens. Und natürlich zeigt sich das auch im Detail, dass du anrufst, dass du dich um Details kümmerst, dass Sachen einfach laufen. So in terms of holding space, in Bezug auf das Raumhalten, like a man's job is things like changing the light bulbs. Ist es die Aufgabe des Mannes, Dinge zu machen, wie when the light bulbs burn out, it's the man's job to change the light bulbs. Wenn die Glühbirne ausbrennt, ist es die Aufgabe des Mannes, sie zu ersetzen. When the faucet's dripping. Oder wenn die Abwasserleitungen tropfen. It's the man's job to fix the sink. Dann ist es die Aufgabe des Mannes, das Becken zu reparieren. When there's spiders or cockroaches in the house. Oder wenn es Spinnen oder Schaben im Haus gibt. It's the man's job to get the bugs out. Dann ist es die Aufgabe des Mannes, das Ungeziefer rauszuschmeißen. Catch the rats. Oder die Ratten zu fangen. It's the man's job to make sure that the oil is changed in the car and that the brakes work. Und es ist auch die Aufgabe des Mannes, das Öl im Auto zu wechseln und sicherzustellen, dass die Bremsen funktionieren. Like, you might think this is rigid. Vielleicht denkt ihr, dass das ganz rigid ist. But I'm not talking about rigidness or rules. Ich spreche aber überhaupt nicht über Rigidität oder Regeln. I'm just giving some examples of holding space. For the feminine. Dafür, wie man den Raum für eine Familie hält. So it's like a garden. Es ist wie ein Garten. A garden has a wall around it, a fence, a ein wall. Hat einen Zaun oder eine Mauer um sich. So in that example, the man is the wall.
In diesem Beispiel wäre der Mann die Wand oder der Zaun. Now, if there is no wall, there is no garden. Wenn es keine Wand oder einen Zaun gibt, dann gibt es auch keinen Garten. If there is no wall, then the rabbits come in, the neighbors come in, take whatever they want, you know, the cars drive over it, people throw litter. Wenn da kein Zaun steht oder eine Wand, dann rennen da die Kaninchen rein, die Nachbarn trampeln durch, die Autos fahren durch, jemand schmeißt seine Müll dahin. So when there's a wall, then there's a distinction. Eine Unterscheidung. Outside of the wall is not garden, inside of the wall is garden. Außerhalb der Mauer ist kein Garten, innerhalb der Mauer ist Garten. So in that space of the garden, that's where the feminine can be feminine. Innerhalb dieses Raumes, in diesem Garten, kann das Weibliche wirklich weiblich sein. So man's holding space for the woman, then the woman is like the vegetables, the fruits, the flowers, the trees, the plants, the grass, the gazebo, all those things. Wenn der Mann also die Wand oder der Zaun ist, dann sind die Frauen das Gemüse, das dort wächst, die Blumen, die Pflanzen, das Gras, alles, was dort in diesem Garten existiert. So you can see this when you look at yourself and see that, okay, men like one big thing. Du kannst das sehen, wenn du dich selbst betrachtest. Männer mögen eine große Sache. You know, give a man a Mercedes and he's happy. I mean, it's fine. Give einem Mann ein Mercedes und er ist glücklich. Or give him a nice computer, it's fine, that's all. Computer und er ist glücklich. You know, it's like that, that's all he needs. That's what. Das ist alles, was sie brauchen. But a woman, aber eine Frau, likes a lot of little things. Mag viele kleine Dinge. Many, many little things. Viele, viele kleine Dinge. You know, stuff here, colors here, shapes here, smells here, you know, like... Farben dort und Formen dort und Gerüche auf der anderen Seite. Designs, patterns, shelves, cupboards full of, you know, like stuff. Und verschiedene Designs und Schubladen voll mit Sachen, einfach ganz viele, viele Dinge. So the fact that women like a bunch of little things, die Tatsache, dass Frauen all over the place, machen, mögen, und zwar die überall verteilt sind, it drives men crazy. Macht Männer verrückt. And the fact that men like just one thing, und die Tatsache, dass Männer nur eine Sache mögen, it drives women crazy. Macht Frauen verrückt. I mean, like most of the problems between men and women are that. Die meisten Probleme zwischen Männern und Frauen sind darin begründet. Men are always going, I want one thing. Want Männer this, sagen immer, ich will diese eine Sache. One big thing. Eine große Sache. And women are going like, what about foreplay? Und die Frauen sagen, was ist mit dem Vorspiel? Like, come on. A lot of little things. Viele kleine Sachen. So, you've got men holding space for the women. The women can blossom and grow in the garden of held space. Wenn der Mann den Raum hält, kann die Frau in diesem Garten erblühen, in dem Raum, der gehalten ist. Now, when you have that situation, what happens is the garden starts really growing. Wenn du diese Situation so hast, dann fängt es an, dass der Garten wirklich wächst und blüht. Well, every now and then, the gardener, like the man, has to come through the garden and go, like, and prune the garden. Und regelmäßig muss der Mann durch den Garten gehen, oder der Gärtner durch den Garten gehen, und Unkraut jäten und schneiden, und Triebe abschneiden. The women hate this. Die Frauen hassen das. But the garden has to be trimmed, or it just like overgrows. Aber der Garten muss in Form gehalten werden und beschnitten, weil sonst überwuchert er alles. So every now and then the man has to come through with a lawnmower and go brrrr, and just like clean up the garden. Also regelmäßig muss man sozusagen den Rasenmäher kommen und ordnen. You know, throw this stuff out, you know, clean it, like, give it away, sell this stuff, you know, clean it, you know. Oder Sachen aufräumen, einfach auslisten. So, in a relationship, there's a place that we have. In einer Beziehung gibt es einen Raum, den wir haben. It's like it looks to me like an altar, like kind of like an altar. Für mich sieht es like so wie space, ein Altar aus. An altar space. Ein der Platz, wo der Altar steht. Sort of a sacred space. So etwas wie ein heiliger Raum. And in that sacred space is where your partner goes. Und in diesem heiligen Raum, das ist der Ort, wo dein Partner hingeht. Don't do that to me. So the partner, that's where you
And if that space is filled with other things, und wenn dieser Raum gefüllt ist mit anderen Dingen, then your partner can't fit in there. Dann kann dein Partner nicht in diesen Raum sein. So this is for both men and women. Das gilt jetzt beides, für Männer und für Frauen. It's, it's sort of like, let's see. There's a man and a woman, and then there's this third thing. Es gibt da einen Mann und eine Frau, und dann gibt's noch eine dritte Sache. Which is relationship. Now relationship is a principle. Beziehung ist aber ein Prinzip. So there needs to be like a recognition or acknowledgement energetically of this space between the man and the woman for this third thing, which is relationship. Es muss eine Anerkennung, eine wechselseitige Anerkennung von beiden Seiten geben. Es muss einen Raum geben zwischen diesen beiden, wo Beziehung, das Prinzip Beziehung Platz hat. And that's where the man and the woman come together. Und das ist der Raum, in dem der Mann und die Frau sich treffen, wo sie zusammenkommen. So, if, like in the man's sacred relationship space, wenn in dem heiligen Raum des Mannes, in dem für Beziehung geschaffenen Raum, there are other things. Wenn da andere Dinge drin sind. Like, maybe he's in the office, he's got this calendar of naked women. Vielleicht hat im Büro diesen Kalender mit Pinners. Or he's got a fantasy movie that he plays about some movie star. He kind of has these fantasies about movie star. Or maybe in the closet he has this box full of letters from old girlfriends. Or photographs from old relationships. Or maybe some little gifts, some stuff in the kitchen from old relationships. Kitchen pots and pans or trinkets from, you know, San Francisco or Madrid. You know, just little things hanging around the house. You know, stuff on the shelf, jewelry, ties, clothes, like Schmuck oder Kleid, artwork, oder Kunstgegenstände, like anything from an old relationship. Irgendetwas, was auch immer aus einer alten Beziehung. Like that's all like a contamination in that space. All das verunreinigt diesen Raum. So if your space is filled up 30 or 40% with stuff from other relationships. Wenn dieser Raum in dir also mit 30 oder 40% aufgefüllt ist mit diesen Dingen aus alten Beziehungen, then you're only going to be able to be in relationship with a woman who's going to commit 70% to you. Dann kannst du nur in Beziehung sein mit einer Frau, die nur bereit ist, zu 70% sich dir zu verpflichten. And the other 30% of her energies and attentions is elsewhere. Und die anderen 30% ihrer Energie und Aufmerksamkeit sind woanders. Same with women. To men. Like if your space is 40% filled with little flirtations with other men at the office or like lunch dates, or you go to movies with some other guys, or you know, all if your space is filled 40% with that kind of stuff. Wenn dein Raum zu 40% angefüllt ist mit kleinen Flirtereien am Arbeitsplatz oder Verabredungen zum Mittagessen oder gemeinsame Kinogänge mit irgendwelchen anderen Männern, then you're only going to get a man who's willing to commit 60% to you. That's all. And the rest of his attention and energy will be with some other women. Und der Rest seiner Aufmerksamkeit und Energie wird mit anderen Frauen sein. So it's pretty simple and straightforward to go through your life and systematically clean out the stuff from that space. Es ist ziemlich einfach und direkt durch dein Leben zu gehen und all diese Dinge aus deinen eigenen Sachen rauszuschmeißen. Now some that stuff you don't want to have hanging around by like giving it to friends or something. What you want to do is burn it. Und du willst nicht die Sachen einfach weggeben und sie dann auf den Regalen von Freunden wiederfinden. Or dann machst du es verbrennen.
you know, melt it or throw it in the river, or so it doesn't exist anymore. You want to vanish that from your space. If you do that, you can get a partner who's willing to commit 100%. Cordula? Isn't it enough to just throw it in the dustbin? Yeah. You can, but like paper stuff. What? Do I have to burn it myself because it gets burned? No, it's great to burn it yourself. Because that vanishes it. Otherwise, you don't know. Some guy down the street could find this stuff and, you know, put it up in his room, or you don't know where it goes. Really. I bet. Yeah, you want to vanish it. I think it's okay that I see it. No, you want it to not exist. It's called cleansing. Or purification. Sibylla? It's a provoking question, but is that the reason why lions... male lions kill the babies in the year when they come there. Yeah, basically, yeah. Yeah. Grundlegend kann man sagen, das ist der Grund. Yeah. Same with children. Same with children from a first marriage. Well, you know, we don't eat our babies. Wir fressen unsere Kinder. But, I mean, really, we had that happen at our house. We had that happen at our house. In unserem Haus ist das tatsächlich passiert. And it's really a horrible story. And it was a shocking thing. Es war eine sehr schockierende Sache. But yeah. Because many relationships have children from other relationships. Yeah, and so it depends how you handle it energetically. Das hängt davon ab, wie du damit energetisch umgehst. It gets really tough for the kids to be halfway in between. Für die Kinder ist es wirklich hart, irgendwo in der Hälfte zu sein. Kids need a mom and a dad. Energetically. And if they're kind of shuffled back and forth between moms and dads, plural, it's tough, it's difficult. So it's pretty amazing when a man comes in or a woman comes in and says, okay, like, these are my kids, that's it. The relationship, the ex-relationship is over. You know, grow up, wake up, it's over. And then the kids have a mom and a dad. Es ist wirklich erstaunlich, wenn Männer oder Frauen in der Lage sind zu sagen, okay, das hier sind meine Kinder, die ehemalige Beziehung ist vorbei, das ist es jetzt. If you get in a relationship where you can commit as a partnership at 100%, wenn du in eine Beziehung gerätst, wo du nicht in der Lage bist oder die nicht in der Lage ist, 100% sich zu verpflichten, which is not that common. Das ist nicht so sehr üblich, dass das so ist. What happens is the relationship changes from being personal to being archetypal. Dann ist es so, dass die Beziehung sich ändert, weg von persönlich hin zu archetypisch. Like, relationship is not about solving the problem of being lonely. Beziehung ist nicht die Lösung für das Problem, einsam zu sein. Relationship is about creating the possibility that this archetypal relationship can exist in the world. Diese archetypische Beziehung ist dafür da, dass diese archetypische Beziehung in der Welt als Archetyp existieren kann. Like, a lot of people go into relationship trying to get something for themselves, out of pleasure, enjoyment. Viele gehen in Beziehungen, um daraus etwas für sich selbst zu ziehen, Freude oder einfach Spaß haben. Company, so they're not lonely. Somebody to talk to. Sex. You know, whatever. Money. Prestige. But they're trying to get something. So we're talking about using the possibility of 100% committed relationship to serve something greater than yourself. Which in this diagram would be the principle of relationship, masculine, feminine. Now, a lot of us, me included, when I was growing up, like, I know exactly why. I thought
that this is what relationship was. Ich dachte, dass das ist, was Beziehung ist. To like my bubble was inside of somebody else's bubble. Meine Blase war in der Blase von jemand anderem, von mir. And I, this is what I thought friends was. Und ich dachte, das ist, Freunde zu sein. So this is kind of the first way, this is like mama and child. For almost. Now it doesn't have to be this way, and it doesn't really work this way. But for me, my mother was in my space. Really, till I was 37 years old, my mother was in my space. And it wasn't until I was 37 years old that I was able to make a distinction and a boundary between myself and my mother. I made it. It's called getting your balls back. Das nennt sich deine Eier zurückkriegen. So your mama takes care of your balls. Deine Mama kümmert sich um deine Eier. For most men in our culture, mama has your balls in a little drawer in her bedroom. Und für die meisten Männer in unserer Gesellschaft ist es so, dass die Mütter die Eier ihrer Söhne in ihren kleinen Schubladen irgendwo in der kleinen Schachtel haben. She keeps your balls in a little drawer with the socks and underwear in a nice little. In dieser kleinen Schublade mit den Socken und der Unterwäsche. And every day or so she goes and makes sure your balls are okay and she dusts. Alle paar Tage guckt sie nach, ob deine Eier noch in Ordnung sind. Checks them in. Well, yeah, they're okay. She puts them in. This is what mama does with your balls. Das ist was die Mama mit deinen Eiern macht. Now your mama will not give you your balls back. Deine Mutter wird dir deine Eier nicht zurückgeben. The mama's job is to take care of you. Weil die Aufgabe der Mutter ist, sich um dich zu kümmern. So she takes care of your balls. Also kümmert sie sich um deine Eier. So your mama will not give them back because then she won't be doing her job. Sie kann sie nicht zurückgeben, denn sonst würde sie ihre Aufgabe nicht machen. Now, every now and then there will be a woman who will go, okay, my son is 18 years old. Immer wieder mal gibt es eine Frau, die dann sagt, okay, mein Sohn ist 18. I used to be his mother. Ich war seine Mutter. I'm done with that job now. Und mit dieser Aufgabe bin ich jetzt durch. I have graduated. Ich habe meinen Abschluss gemacht. I am complete. Das ist vollständig. And she takes the balls out of the drawer, walks out the front door, puts them out on the street, closes the door, and forgets about it. Und sie nimmt die Eier, trägt sie aus dem Haus raus, legt sie auf die Straße und vergisst die ganze Sache. But it doesn't work for your mom to give you your balls back. Here you are, sweetie. You get your balls for you. Do you want them? Do you want your balls now? That doesn't work. No, you have to take your balls back. So there are procedures by which men can take their balls back. But until you have your balls, you can't hold space. It's like until you have your balls, you don't have a sword, you can't make distinctions, you can't make boundaries, you don't have that. Older cultures have a procedure whereby a man gets his balls back. Man. In älteren Kulturen gibt es Regeln, durch die Männer ihre Eier zurückkriegen. And men are not boys anymore, then they become men. Dadurch sind dann die Jungs keine Jungs mehr, sondern werden zu Männern. It's called a rite of passage. Das ist ein Übergangsritual. And they're brought from being children to being men, boys to men. Und sie werden durch diesen Übergang geführt des Jungenseins in das Erwachsensein, in das Mannsein. It is a long, hard, and difficult process. Es ist ein langer, harter und schwieriger Prozess. The Possibility Manager Certification Program is actually that kind of a rite of passage. Das Possibility Manager Certification Program ist diese Art von Ritus oder Prozess. So part of what will be happening or is happening for you as men is you're getting your balls back. Ein Teil von dem, was für euch und auch für die Männer hier passieren wird, ist, dass wir ihre Eier zurückkriegen. And at some point we'll be real clear about it. Und ab einem gewissen Punkt ist uns das auch allen klar. Cordula? Ist du was auch in Töchtern und Eltern? Is it the same thing, daughters and fathers? Yeah, I imagine so. Das stellt mir so vor. If there is not a certain respect between the father and the daughter,
Wenn es nicht eine bestimmte Art von Respekt zwischen Vater und Tochter gibt. It's up to the daughter to make the boundary and get off the papa's lap. Es liegt an der Tochter, die Grenze zu ziehen und von dem Schoß des Vaters runterzurücken. If the daughter does not get off the papa's lap, she will never be with a man who respects her. Wenn die Tochter nicht vom Schoß des Vaters runterhört, wird sie nie mit einem Mann sein können, der sie respektiert. Because she can't commit to her partner because she's still partly committed like this to her papa. Sie kann dann nie sich wirklich einem Partner verpflichten, weil sie immer noch ihrem Vater auf einem Leben ist. Wenn man jetzt keinen Vater hat, ist das gleich, wenn ich die Who asked that question? Didn't have a father. You mean you didn't live with somebody, a man in the house? Das heißt, du hast nicht mit einem Mann in deinem Haus gelebt. What do you mean you didn't have a father? Das heißt, du hattest keinen Vater. Eigentlich wollte ich beides wissen, auch wenn er jetzt tot ist, weil ich gerade sehe, aber auch wenn er einfach energetisch nicht außer also, ist eine Raumhaltung da, und der ist. Und wenn er Respekt nicht hat, aber wenn es no respect. From other men, you mean? Okay, were there other men in the house is my question. Like the mom often brings in other men. Who have no respect for the daughter. So you're talking about no father, father's dead, and... Right, he's not a space holder, he's not holding space. Okay, that's common. Okay, and the question is... Right. No, you haven't. But what you've done instead is you've been out trying to hold space for yourself as a woman. So if a woman, if a man is in a relationship with a woman who is a space holder, there's a conflict of space holders. And if the relationship is going to work, und wenn die Beziehung funktionieren soll, a woman has to learn to consciously not hold space in her relationship. Muss die Frau bewusst lernen, in dieser Beziehung den Raum nicht zu halten. There's a book out now, it's called The Surrendered Wife. Es gibt jetzt ein Buch, das heißt The Surrendered Wife. Es gibt es auch in Deutsch, aber unter einem anderen Titel, den ich nicht weiß. And I don't know the author. Do you know the author? Was heißt das? Nur out the top of my head. Das ist die heilige Frau. Die hingebende Frau, die sich ergebende.